Hallo, liebe Leute, ich wollte mal ein kurzes Update geben, was den Flieger angeht, das Flugzeug. Da war ich ja, das letzte Video war ja nicht ganz so erfolgreich gewesen mit dem Motorspann, mit dem Motoradapter für den Flieger. Und da bin ich jetzt doch ein bisschen weitergekommen. Ich habe mir nämlich was Neues überlegt. Und zwar, warum baut man so einen Flieger nicht mit einem, ich sag mal, modularen Adapter vorne, sodass man den ganz einfach zum Segler und auch zum Motorflieger machen kann. Und in diesem Zuge ist mir auch aufgefallen, was man machen muss, damit eben diese Lufthutzen da richtig funktionieren und nicht so schlecht wie in meinem Beispiel vom letzten Video. Also, was habe ich zunächst mal gemacht? Erstmal habe ich mir Gedanken gemacht, was mache ich hier vorne dran? Ich habe hier einen solchen Adapter konstruiert und dann sieht man hier, der hat hier eben solche, da kann man das reindrücken und dann hier verdrehen und dann wird das fixiert. Der sieht, ist nicht sonderlich schwierig. Also das ist einmal der Ring hier und dann mal gerade schauen. Das ist genau, da sieht man hier, das ist der Sketch. Das wird dann hier ausgeschnitten und dann wird das erstmal polar halt fünfmal verteilt. Dann kommt die nächste Pocket. Die sieht, da habe ich glaube ich was falsch gemacht. Schauen wir mal. Nee, habe ich nicht. So, das heißt, das ist dieser Sketch hier. Den können wir jetzt erstmal wieder unsichtbar machen. Und der wird dann auch als Pocket da reingefräst. Und die Größe dieser Sachen, das war gar nicht so einfach. Das muss, habe ich mit mehreren Drucken von diesem und von dem Gegenpart, den man da reindreht, eben bestimmt, dass das vernünftig halt sich verschließen lässt und doch einigermaßen fix fest ist. So, das ist jetzt so dieser Adapter, das ist es dann aber noch nicht. Das wird natürlich auch noch fünfmal hier verdreht. Dann haben wir da hinten noch was dran gesetzt. Kann mal kurz schauen, so ist das und das kommt da hinten noch was dran und da wird dann auch noch was ausgeschnitten, beziehungsweise das hier, das ist eine Datum Plane, die ist dafür da, da kommen so Bohrungen außen rein, das kann man hier sehen, da ist dann ein Sketch hier auf dieser Datum Plane und das gibt ein das wird dann abgezogen. Da sieht man den Abzug. Und das wird dann auch mit dem polaren Petter eben rumgedreht und fünfmal wiederholt. Dann haben wir hier eine Datum-Line reingezogen und da habe ich noch so einen Sketch angelegt. So, ich mache den Rumpf mal eben hier unsichtbar. Das Teil hat hier hinten auch so einen Einschnitt, damit das über den Rumpf so drüber gestülpt werden kann. Und dann kann man das schön verkleben, innen schön mit Epoxidharz, außen mit Epoxidharz da drin auch. Und dann sollte das vernünftig halten. So, dann ist der nächste Part dazu konstruiert worden. Das ist dann gewesen der Adaptereinsatz. Das ist das Teil hier. Und der ist in mehreren Schritten konstruiert worden. Machen wir den Nasenadapter mal unsichtbar. Da sieht man, das ist eigentlich relativ einfach. Und das wird dann eben hier in diesen Nasenadapter reingedreht, so wie es hier ist. Und dann ist dieser Adapter, da ist noch eine Kopie von gemacht worden. Das ist hier der Adapter 2 Einsatz. Da habe ich nämlich dann auch die Löcher da reingemacht, damit man, wenn man das verdreht hat, hier über 5 so Pinne das wunderbar fixieren kann. So, dieser Adapter, der wird jetzt bei mehreren Parts benutzt. Und zwar, da haben wir einmal einen Seglernasenadapter. Das sieht so aus. Der wird dann damit zusammen ausgedruckt und dann hat man den Segler.
Und dann haben wir hier den Adapter Turnigy Motor. Aber der ist es so nicht geblieben, weil da musste ein bisschen mehr gemacht werden. Das heißt, da wurde dann erstmal eine Hutze konstruiert und da zeige ich jetzt mal kurz, was man machen muss, damit die Hutze auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ich gehe mal gerade hier nochmal auf den Adapter Einsatz, mache die Datum Plane unsichtbar. Gucken, wo haben wir die denn? Keine Ahnung. Einmal so, jetzt haben wir sie unsichtbar gemacht. So, wie gesagt, das ist die Hutze. Die besteht aus zwei Datum Planes. Einmal vorne eine, einmal da hinten eine. Und dann sind da zwei Zeichnungen drauf. Und diese Zeichnungen, die sind halt nicht nur außen das definiert und dann über eine Thickness das Ganze gemacht, sondern da wird wirklich halt der beide Konturen werden gezeichnet und als ein Additive Loft halt generiert. Das sieht dann so aus, das Additive Loft. Gehen wir mal hier raus aus der Zeichnung. So sieht man das, das Additive Loft, und das ist die Hutze. Dann ist eine Hutze innen gemacht worden. Das heißt, da haben wir nur den Innenteil, weil der muss halt von dem Motorträger dann abgezogen werden. Und dann ist ein Motoradapter innen konstruiert worden. Das ist halt der Teil, der komplett gefüllt ist. Und dann gibt es hier jetzt verschiedene Berechnungen aus den Parts. Dazu mache ich das hier mal gerade wieder unsichtbar. Motoradapter innen brauchen wir nicht. Also da habe ich jetzt den Motorhalter mit abgezogen, diesem Hutze innen. Und da haben wir die Hutze innen abgezogen davon, dieser Motorhalter innen. So, und aus diesen wird dann, dazu kommt noch ein Motorspand. Und die Teile sind dann die Lufthutze, der Motorspand und dann hier noch die Fusion aus dem Motor, der Motorhaube mit dem Adapter. So, und diesen Adapter, den habe ich dann auch noch angepasst, weil der Motor, der da reinkommt, das ist schon ein bisschen kritisch. Da die Kabel verlegt zu bekommen. Das ist jetzt ziemlich klein, das Loch. Dann muss man den Motor auch durchbekommen. Deswegen habe ich aus diesem Motoradapter hier, ich glaube, das ist der, ne? Ja, genau. Da habe ich dann eine Motorhaube X gemacht. So, machen wir gerade wieder unsichtbar. Motorhaube X. Und da habe ich einmal hier ein bisschen rausgefräst und habe müssen uns das mal gerade hier angucken. Eigentlich habe ich da noch mehr rausgefräst. Ich glaube, ich habe die Version vergessen zu speichern, die ich da gemacht habe. Ach nee, da sieht man es. Hier sieht man es. Da ist noch ein Teil von oben sichtbar, was eigentlich nicht sichtbar sein sollte. So, jetzt sieht man das hier auch. Also dann habe ich noch hier das so ausgefräst, dass man da die Kabel schön rausbekommt. Und das habe ich auch drucken lassen. Das lässt sich perfekt hier in diesen Adapter reinsetzen und dann sind die Teile auch noch gemescht worden. So, haben wir jetzt alles. Also wir haben den Adapter hier, den brauchen wir jetzt nicht darzustellen. Machen wir den mal gerade aus. Das ist, glaube ich, hier der Nasenadapter.
Und dann habe ich hier, ich muss ja erstmal wieder zwischenspeichern, habe ich hier die Teile gemischt. So, da jetzt noch ein Problem, und zwar man sieht hier, die überdecken sich auch hier. Da unten kann man das sehen. Und die kriegt man in FreeCAD nicht vernünftig verheiratet, die Teile. Deshalb habe ich das auf eine andere Art gemacht. Ich habe diese drei Teile exportiert als STLs und habe ganz einfach Blender zur Hilfe genommen. In Blender, da kann man erstmal hier alles löschen. Dann geht man hier importiert, also File Import STL-Datei. So, dann müssen wir ins Verzeichnis FreeCAD. Das habe ich hier. Dann ist das Verzeichnis, in das das gekommen ist, das Rumpf 2. Und da muss ich mir jetzt die richtigen Teile raussuchen. Die hatte ich, glaube ich, ich habe hier ein Blender-Verzeichnis gemacht, da habe ich die reingepackt. Und dann sieht man hier Motorhaube. Das ist aber das insgesamte Teil. AWL, Flap. Nee, da habe ich sie nicht gehabt. Nicht so gut. Mal gucken. Ich glaube, hier sind es X1, X2, X3. Das sind die drei, die importiere ich jetzt einfach. So, da haben wir die. Und dann geht man in Blender her, selektiert das erste Objekt. Die beiden, die mache ich jetzt erstmal unsichtbar, damit ich nur noch dieses Teil hier sehe. Und dann fügt man hier mit diesem Schraubenschlüssel-Symbol da einen Boolean-Adapter hin, Boolean-Manipulator an, beziehungsweise das heißt Boolean-Modifier. Und das setzt man um auf Union, also Vereinigung, Objekt ist richtig. Und dann wählt man hier einfach das Objekt aus. Und das ist jetzt X2 Motorhaube. Dann rechnen wir ein bisschen und schon sind die verbunden. Und dann gehe ich einfach her und füge noch einen Boolean Manipulator Modifier hinzu. Wieder Boolean. Ein bisschen warten. Dann, wie gesagt, Objekt. Das wird auch eine Union. Und das Objekt ist jetzt der X3. Dann ist das hier fertig und dann geht man hier, klickt einmal hier hin, Apply. Klickt einmal dahin, Apply. Und jetzt haben wir das Teil hier wirklich als wasserdichtes 3D-STL-Element. Das können wir jetzt exportieren und in Cura einwandfrei verarbeiten. Okay, das habe ich auch gedruckt. Das sieht sehr gut aus. Das lässt sich dann einfach da reindrehen und dann kann man halt in 0, nix den Segler zum Motorsegler machen und umgekehrt. Muss man noch schauen, wie das vom Gewicht her geht. Man kann natürlich auch einen Segler mit dem großen Akku fliegen lassen. Ich habe so einen kleinen Adapter, dass ich halt nur so ein, wie heißt es hier, so ein BEC-Unit, damit ich eben mit dem großen Akku halt auch einen Empfänger versorgen kann. Wahrscheinlich möchte der Segler sowieso so ein Gewicht haben, weil das ist ein schnelles Profil, was da auf dem Segler läuft. So, wenn euch solche Videos hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, das wird auch natürlich immer gern gesehen. Das bekommt ihr die Videos angezeigt, die ähnlich zu diesem Video hier sind. Und einen Daumen nach oben, das wird natürlich noch lieber gesehen als alles andere. So, dann bedanke ich mich und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video von Tutorius. Tschüss!